Natürlich kann ich mich um 8 Uhr morgens in einen Vorlesungssaal setzen, in ein Seminar, versuchen, meinen Abschluss fertig zu machen. Aber in einer Realität, in der die Wissenschaft von unserer Bundesregierung mit Füßen getreten wird, sollten sich Studierende doch fragen, wofür lerne ich das überhaupt, wenn alles, was ich an Wissen mir selber erarbeite, wofür ich mich interessiere, was mich beschäftigt in meinem Studium, wofür ich lerne, wenn das alles gar keinen Wert hat, weil die Verantwortlichen, die mit dem Wissen angemessen umgehen sollten und uns in der Klimakrise einen klaren Kurs vorgeben sollten, der uns aus der Krise führt, alles, was ich an Wissen ihnen jemals bieten könnte, mit Füßen treten. Deswegen fordern wir alle Studierenden auf, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, wofür sie gerade ihre Zeit einsetzen. Denn wenn ich jetzt meinen Bachelor anfange, 6 Semester studiere, dann werden in der Zeit, in der ich mein Regelstudium durchziehe, weitere Kipppunkte im Klimasystem ausgelöst werden. Und wir werden womöglich unwiederbringlich in die Klimakatastrophe abrutschen, in der Zeit, in der ich in Seminarräumen und Vorlesungen sitze.